Sie sind hier, 22. November 2018, 15.57 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Marcel Jansen spielte von 2008 bis 2015 beim Hamburger SV. Urheberrecht Getty bekommt der Hamburger SV im Januar einen neuen Präsidenten. Angeblich wird Ex-Nationalspieler Marcel Jansen für den Posten kandidieren. Der ehemalige Nationalspieler Marcel Jansen hat sich offenbar entschlossen, beim Hamburger SV für den Posten des ehrenamtlichen Präsidenten zu kandidieren. Nach Informationen von NDR 90,3 wird der 33-Jährige am 19. Januar 2019 bei der Mitgliederversammlung des Zweitligisten zur Wahl antreten. Der langjährige Bundesliga-Profi hatte seine Karriere 2015 mit erst 29 Jahren bei den Hanseaten beendet. Seit Februar gehört der frühere Mittelfeldspieler dem HSV-Aufsichtsrat an. Sportlich ist Jansen immer noch aktiv, er verstärkt gelegentlich die dritte Mannschaft des norddeutschen Traditionsvereins in der Hamburger Landesliga. Jansen, erfolgreicher Unternehmer. Nach dem Ende seiner Profilaufbahn hat sich der gebürtige Mönchengladbacher als Unternehmer etabliert. Jansen ist an mehreren Sanitätshäusern, einem Unternehmen für Sportbekleidung und eine Patisserie beteiligt. Zudem betreibt er ein Restaurant am Flughafen Köln-Bonn. Jetzt die Sport1-App herunterladen.